Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, weiter mit Klaus und Jan. Guten Tag. Ja. Klaus ist auch am Sehen weiterhin und Jan ist am Gras einfahren, genau. Gras. Ja, jetzt werden wieder viele meckern, Glamour, du machst wieder das Gleiche. Ja, aber ich habe schon im letzten Video gesagt, Leute, wir müssen auch erstmal den Betrieb wieder in die Gänge kriegen. Also hier wird nachher genug anfallen. Aber ja, wie es halt ist im landwirtschaftlichen Betrieb, man muss auch erstmal hier das Volk kriegen. Ich und Jan könnten jetzt tauschen, ja, dann fahre ich da hinten aber auch nur im Kreis und fahre Gras ein. Ist ja kein Unterschied in dem Sinne, ob ich jetzt hier einsehe oder Gras mache. Also erstmal müssen wir den Betrieb ja zum Laufen kriegen. Genau, wenn der Betrieb nachher läuft, dann wird hier genug anfallen. Dann müssen wir Bäckereien füttern, die Brauerei füttern und was weiß ich nicht alles. Also hier wird richtig viel zu tun sein später. Aber wir müssen halt auch erstmal den Betrieb in die Gänge kriegen. Ja. Ja, und wenn wir wirklich uns beim nächsten Mal uns einen Plan gemacht haben, Klaus und Jan, wie wir wie heißt es, nur noch ernten und dies und jenes, ja, dann wird es ja auch interessanter, Jungs. Ja. Also, weil wenn wenn es, achso, ja, hinter mir muss auch noch ein Feld, ne, 26 muss noch. War nie die Rede von. Ja. 26, 24 muss noch. Stand nicht in meinem Vertrag. 29 hast du jetzt auch gemacht mit den Hopfen? Nee. Ach ne, 29 haben wir gesagt, lassen wir, ne? Hopfen kannst du nur. Hopfen kann ich nur? Ja. Stimmt. Aber Hopfen kriegen wir nicht geerntet, ne? Glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Deswegen 29 lassen wir dann erstmal. Da müssen wir uns ja auch noch einen Kopf machen, welche Sämaschine wir dafür brauchen. Wir können das ja mit dieser hier machen, aber da können wir ja nicht so das wachsen lassen, dass es an den Stangen hochwächst. Brauchen wir denn noch ein Feld da hinten, ne? Ja. Ja, 26 und 24, glaube ich, ist dann noch. Machen wir jetzt mal Tritigale drauf. Tritigale. Tritigale. Mhm. Ja, 26 und 24 musst du noch. Und dann sind wir schon einmal rum. Ja. Also fand ich jetzt gar nicht so lang. Ja. War jetzt eigentlich ganz okay. Jan hat schon komplett geschwadert, wie es aussieht. Ja. Geht eigentlich alles ziemlich flott. Sie, wie freue ich mich schon auf das Add-on für The Crew. Ja, auf The Crew freue ich mich auch auf das Add-on. Also, das könnte richtig spaßig dann werden, Jan. Ja. Mal schön Offroad durch die Wüste knallen mit so einem Monster-Truck mit Motorrädern und bla. Ja. Also, das könnte echt... Ich muss das Spiel auch nochmal runterladen, weil wo ich den Rechner neu gemacht habe, ich das noch nicht mit runtergeladen. Mhm. Ja, einen Bug haben sie auch behoben mit diesen. Ich hatte doch mal so einen Jeep da. Wie konnte ich doch so schnell durch die Kurven fahren wie auf den Geraden? Ja. Haben sie auch behoben. Echt? Ja. Hast du ausprobiert oder was? Ja. Cool. Ja, aber der Bug war ja echt schon nervig. Also, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, Alter. 200 durch die Kurve, ey. Genau. Er hat die Bande genommen, müsst ihr euch vorstellen, dass er nicht wegdriftet. Ja, in eine Bande ran und dann. Ja. Aus dem Spiel hätten sie das, was jetzt alles auch noch für kommt, hätte gleich von Anfang an dabei sein müssen. Ich glaube, dann wäre das Spiel so ein mega Erfolg gewesen. Ja. Es gab zu wenig zu tun. Meiner Meinung nach. Mhm. Die Kampagne war schon ziemlich nice. Also die Dingens war schon cool. Ja, das stimmt. Und irgendwas fehlt dann noch so, was man halt bei längeren Zeitraum spielen kann. Genau. Ja, und du musst ja mal überlegen, wir haben ja mit Michi und du, wir haben ja alle noch ein bisschen versucht, sowas irgendwie was zu kriegen aus dem Spiel, aber irgendwie hat es dann einfach an dem Spaß gefehlt. Mhm. Und guck dir Spike an, das ist ja wirklich einer, der wirklich spielt das ohne Ende. Ja. Und der sagt ja auch, es ist langweilig, ne? Weil er ja halt mega auf amerikanische Autos steht. Als nächstes hole ich mir da die neue Corvette. Ja.
Ja, und wer als Beispiel wirklich hier Real-Life-Trecker sehen will, der kann bei Christoph Kolmer mal auf den Channel gehen. Das ist von uns ein Kollege, der macht mit GoPro-Aufnahmen vorne vom Mähwerk. Leute, so viele verschiedene Aufnahmen, viel vom MB-Truck, Fendt, was macht er noch? Hier wie er mit dem John Deere Gras, ach Leute, so viel, guckt es euch einfach an, da ist wirklich ohne Ende Videos. Ich glaube, Minimum eins in der Woche, Klaus, ne, kann man sagen. Ja, einmal in der Woche. Einmal in der Woche kommt da ein Video, aber wirklich richtig geile Videos, Leute, mit guter Qualität. Ja. Schon nice, muss man sagen. Ja. Also wer da dann Interesse hat hier im Landwirtschaftssimulator, kann man sowas ja erwähnen. So, das Feld hier kloppe ich jetzt noch komplett durch. Und dann haben wir echt viel Mais. Also leck mich am Arsch. Also das ist nicht wenig, was ich geerntet habe dann. Was ich finde, dass die Sämaschine sehr langsam leer geht. Hast du das auch, Klaus? Ja, klar, gerade mal 56% noch. Ja, ich bin auch erst bei 61. Liegt das an der Sämaschine oder an dem an der Karte? Ich nicht. Weil auf der letzten Karte ging das schneller leer. Ja. Hey, wie viele Felder habt ihr jetzt gemacht? Fast alle. Ja, ein einziges ist gleich noch leer. Genau. Und was wir noch machen werden, Leute, ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, wenn Klaus mit seiner Sämaschine fährt, wir haben das später vor, dass wir wirklich mit zwei Sämaschinen auf einem Feld fahren. Also wir wollen alles doppelt betreiben. So dass ihr wirklich, so dass ihr auch hier mega. Maximale Action. Maximale Action wirklich da rausholen aus dem Spiel. Ein Akkord. Holzwirtschaft wird's geben. Also, das steht auf jeden Fall fest. Dann hat jemand geschrieben, ob wir nicht vielleicht jede Karte 200 Folgen machen können. Bei dieser Map müssen wir wirklich mal gucken, wie viel wir bei 100 Folgen haben. Was wir erreicht haben in 100 Folgen. Ja. Also hier kann ich mir auch 200 Folgen vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss sehen, ob man wie der Reiz noch ist, Leute, und wie ausgelutscht die dann ist. Genau. Ob wir sie überhaupt so weit ausgelutscht kriegen. Haben wir alles gezeichnet, 100 Folgen bringt es ja nichts mehr weiterzumachen. Ja. Aber wenn wir nichts gezeigt haben, ja, dann kann man ja ruhig weitermachen noch. No. Wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir, das ist jetzt die zweite Map, die wir zeigen, ne? Zu dritt. Ja. Ja, genau. Angefangen sind wir letzte Map mit zwei Leuten und dann ist Klaus dazugestoßen. Genau, so war's. Ja. Wurde ins kalte Wasser geschmissen. Ja, wurde er wirklich. Ja, volle Pulle, ey. Und jetzt heute machst du noch Minecraft mit, hättest auch nicht mitgerechnet. Ne. Mit so vier Assis, ey. Hey. Aber ist eine coole Abwechslung, das Projekt. Ja. Also, finde ich. Wie konnte ich denn bei dem Glas hinten die Lichter anmachen, Klaus? Arbeitslicht hinten, 6. Ah, da muss ich auf das Gerät wechseln. Boah, leck. Alter, ich weiß nicht. Ich brauche nicht. Doch hinten hätte ich gerne. So. Finde ich schon ziemlich nice so. Ich finde das geil, wenn du dann hinten Licht an hast und das, der Rauch dann, oder der Abgang. Der Staub beleuchtet wird. Das sieht echt nice aus. Okay, war doch an. Was hast du, Klaus? Nicht nix. Achso. Hin und her und hin und her. Ja, ist ein bisschen eintönig, ne? Ja, zur Zeit, aber es geht. Wir haben es ja bald geschafft. Ja. Oh, ich hab dich aber beim Sehen aber eingeholt, ne? Ja, du hast ja auch mehr Breite wie ich. Deine ist viel breiter. Ja? Ja. Also ich denke schon. Ich war hab nicht nachgeguckt, aber ich glaube, aus dem Kopf her ist deine breiter. Warte, das googeln wir mal. 9 Meter? 9 Meter, alle bei dieselben.
Echt? Ja. Aber guck dir dein Schlachtschiff mal an und meins da. Alles bei den 9 Meter. Ja, okay, weißt du, wo ich schneller bin? Ich brauche ja nicht so weit fahren wie du. Dann fällt es kürzer. Echt? Ja. Ja, stimmt. Stimmt, wenn nachher bei mir das verkleinert wird, bei 27, so groß ist dann deins. Meins wird ja immer kleiner nach der Zeit. Boah, ich hätte echt gedacht, dass deine größer wäre. Weil von der, wenn du sie dir anschaust, denkst du das wirklich. Ja. Aber das ja, und weil meine wuchtiger ist als deine. Genau, und weil du ja auch noch den Grubber hinten dran hast. Ja. Ja, Kompost müssen wir. Ah, wenn wir Kompost fahren, müssen wir ja flügen, ne? Jo. Oh, aber dafür müssen wir uns auch einen geilen Mod mal suchen. Einen Flugmod, Alter. So einen richtig geilen. Flügen darf dann jedes Mal Ultra? Nee, mach ich auch. Habe ich absolut kein Problem mit. Also habe ich echt kein Problem mit zu flügen. Das Problem ist einfach nur, man muss erstmal einen richtig geilen Flug finden. Ja. Und einen gescheiten Träger. Ja, den Klaas hier, weil er doch den Flugmod doch mit drinne hat. Oder so. Dafür ist er schon perfekt, Alter. Oh, du kriegst den Unimog, dann reicht das. Alter, da bin ich ja nächstes Jahr noch zugange. Ohne den Emmel. Alter, du drehst schon wieder um. Ja. Ich hab jetzt erst die Hälfte. Boah. Da merkst du echt, wie klein dein Feld ist. Ich muss halt tanken. Warum? 90 Liter. Oh, Klaus, dann wird's aber Zeit. Ich mach das Feld fertig. Das wenn mir der Sprit rausgeht, ist natürlich egal. Wir haben noch einen Anhänger da. Na, stimmt. Also Tiere gleich mitgefüttert, Jan? Oder kippst du nur bin hin? Ich grad bei. Okay, okay. Ein Silo müsste da noch sein, der noch leer ist, Jan. Immer durchsteigen, wo das überhaupt ist. Hinterm Kuhstall ist eins. Und einer ist, bei den Förderbändern, wo die Lager sind. Genau, der ist aber zugedeckt schon. Nur sonst kannst du es auch zu BGA 1 bringen. Mit der guten? Ja. Und es ist oben zwischen Feld 5 und 8. Ist? Ach jo. Weil da schrubt man ja den ganzen Mais hin. Ja. Und dann bin ich gespannt, wie das aussieht da drin. Und wie das alles funktioniert. Ja. Und dann schön Gülle fahren danach. Oh ja. Schön mit Übertank-Anhänger. Ah, das wird noch richtig nice, gerade weil da auch noch Mods sind, die wir noch gar nicht so mit gearbeitet haben. Ja. Bitte wieder Porno. Ja. Oh, leck. Hä? Ah, stehst du vom Baum? Nee. Ich bin in die Kurve gefahren. The fuck, die Kühe haben eine ganze Ladung? Hä? Ja, da geht viel rein, da kannst du noch 10 Ladungen reinfahren. Ja, das kannst du ruhig da weiterhin reinfahren, weil die Kühe sind 100 Kühe, Jan. Meinst du, was 100 Kühe fressen, Alter? Ja, trotzdem. Fahr ruhig alles rein, das ist super, wenn die so viel haben, ich find's gut. Aber wir ist lange Zeit Ruhe. Genau. 115.000 sind da schon drin. Ja. Heilige Oma Krabbe. Na gut. Wie viel Milch haben wir denn schon bei den Kühen drin, Jan? Milchtank 28.800. Geht doch schon mal. 30.000 könnten wir schaffen. Das ist nicht schlecht. Ja, der Milchpreis 48 Cent. Ja, ist gut. Will einen Euro haben, hallo? Beste Qualität. Wenn das heute noch so gut wäre. Das würde ich gerade sagen, das wirst du in unserem Leben aber nicht mehr mitkriegen, dass Milch einen Euro kostet, ey. Nee. Der Milchpreis musst du doch jetzt eigentlich in den Keller schießen, wie soll jetzt, wo sie so viel abliefern dürfen, wie sie wollen. Ja. Ich habe es aber noch gar nicht so mitbekommen beim Einkaufen, ob der Milchpreis jetzt schon... Ich auch nicht. Ob er jetzt schon so abgesunken ist oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß natürlich auch nicht, was sie damit machen. Vielleicht wird die Milch ja auch nach Afrika verkauft oder so. Ja, oder Käse nur produziert. Oder nur Käse produziert, ja. Ja, dann müsste aber der Käsepreis irgendwann auch sinken.
Normalerweise schon. Oder sie verarschen uns wie mit Benzin. Ja? Oder das. Dass an dem Verbraucher nichts ankommt und die Bauern kriegen nur noch 5 Cent oder so pro Liter. Und boah, ich krieg ein Pappmaul. Na, den habe ich auch schon die ganze Zeit. Aber wir sagen schon wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator 2015. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder. Ja, ihr könnt natürlich auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was wir für Themen ansprechen, ja, sollen. Könnt ihr auch mal gerne machen. Wir diskutieren gerne über sowas, was euch vielleicht aufregt oder keine Ahnung, aber keine politischen Sachen, Leute. Also wir unterhalten uns nicht über Griechenland oder so. Dazu kann sich jeder von euch selber sich äußern oder eure Meinung machen. Ich sage zu diesem Thema nichts, weil das ist nicht, wie soll man sagen, mein Problem, was die Politiker mit diesen Ländern machen. No. Oder so Themen aus der Landwirtschaft. Genau. Boah, vielleicht nichts wisst oder so. Klaus kann euch da schon gut weiterhelfen. So, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.